Hallo zusammen und willkommen. In jüngster Zeit wird Mikroplastik in den Medien stark thematisiert. Es vergeht kaum ein Tag, an dem wir nicht auf seine Gefährlichkeit hingewiesen werden. Doch gibt es keine gesicherten Daten darüber, wie stark Mikroplastik in den menschlichen Organismus eingreift. Dass es negative Auswirkungen hat, ist jedoch unbestritten. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klicke auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Viele Alltagsprodukte, die wir täglich benutzen, enthalten Mikroplastik. Über die Gefahren, die hiervon ausgehen, wissen wir doch nur sehr wenig. Speziell in Kosmetikartikeln wie Duschgel und Hautcremes kommt verstärkt Mikroplastik vor. Hier ist der Kunststoff sogar sichtbar, und zwar in Form von kleinen Perlen oder Partikeln. Mikroplastik kann man immer häufiger auch in der Umwelt finden. Es ist für uns nicht sichtbar, doch wir atmen es ein und nehmen es über die Nahrung und die Haut auf. Was aber ist Mikroplastik überhaupt? Mikroplastik sind winzige, wenige Millimeter große Plastikteile aus biologisch nicht abbaubaren Kunststoffen wie zum Beispiel Polyethylen. Bei industriell hergestellten Plastikkügelchen und Pulver spricht man von primärem Mikroplastik. Dies wird bevorzugt in Kosmetika eingesetzt, wo es einen Peeling-Effekt erzeugen soll. Primäres Mikroplastik ist auch die Basis für weitere Kunststoffprodukte, die uns ebenso täglich umgeben. Zur Kategorie A zählen zum Beispiel der Abrieb von Autoreifen, von Schuhsohlen, teflonbeschichteten Pfannen und Fasern von synthetischer Kleidung, die sich beim Waschvorgang lösen. Kunstrasen zählt ebenfalls zu Mikroplastik Typ A. Zerfallener Plastikmüll und andere große Kunststoffteile sind dem sekundären Mikroplastik Typ B zugeordnet. Der größere Anteil des primären Mikroplastiks schwimmt in den Weltmeeren. Das sind ungefähr 35-38%. Der industrielle Einsatz von Mikroplastik wird von Umweltschützern erheblich kritisiert. Es gelangt in unsere Meere, bindet dort Bakterien und Umweltgifte an und wird von Fischen und anderen Lebewesen gefressen. Dieses Mikroplastik ist nicht nur aufgrund seiner Beschaffenheit gefährlich, sondern voller Schadstoffe. Über die Nahrungskette gelangen sowohl Mikroplastik als auch die Schadstoffe auf unseren Tisch. Wie dieser Vorgang im Einzelnen abläuft, ist jedoch noch nicht genau erforscht. Mikroplastik konnte aber im menschlichen Organismus in Form von Stuhl- und Urinproben nachgewiesen werden. In Blutproben wiesen Mediziner höhere Schadstoffkonzentrationen nach, die an den Kunststoff gebunden waren. Ähnliches geschieht auch bei Antibiotika, die sich an Mikroplastik anheften und langfristig Resistenzen fördern. Woher das Mikroplastik tatsächlich stammt, kann hierbei nicht nachvollzogen werden. Es könnte auch von Plastikverpackungen unserer Lebensmittel auf den Inhalt übertragen und so in den menschlichen Körper gelangt sein. Eine große Rolle bei der Belastung von Mikroplastik spielen Kosmetikartikel. Wissenschaftler gehen davon aus, dass es über die Haut direkt in die menschlichen Zellen wandert und dort entzündliche Prozesse verursacht. Eingeatmetes Mikroplastik kann Bronchien und Lungengewebe schädigen und sich dann in den Lymphknoten konzentrieren. Bei Anwohnern an sehr stark befahrenen Straßen vermuten Wissenschaftler einen Zusammenhang mit einer erhöhten Sterblichkeitsrate. Sie führen dieses auf den Abrieb von Autoreifen und weniger auf den CO2-Ausstoß zurück. Gesicherte Untersuchungen gibt es jedoch noch nicht. Laborversuche bei Tieren hingegen zeigen klare Schäden durch Mikroplastik. Man stellte fest, dass sich die Kunststoffteile negativ auf die Fortpflanzung auswirken. Wie also kannst du dich vor Mikroplastik schützen? Unser Trinkwasser ist unbelastet, da die Wasseraufbereitung Mikroplastikteile eliminiert. Zudem ist Trinkwasser in Deutschland eines der bestkontrollierten Lebensmittel überhaupt. Auch in anderen Lebensmitteln wurde bisher noch kein Mikroplastik nachgewiesen. Lebensmittel mit einer erhöhten Pestizidbelastung dürfen sowieso nicht in den Umlauf gebracht werden, betont hier das Umweltbundesamt. Trotzdem könnte aber Mikroplastik von der Verpackung auf die Lebensmittel übergehen. Produkte ohne Mikroplastik sind jedoch auch schwer zu identifizieren. Achte neben Polypropylen auf Polyamid, Teflon, PET, PPG, AC, ACS und PE. Listen erhältst du zum Beispiel beim Bund und dem Umweltbundesamt. Die meisten Zahncremes hingegen enthalten heute keine Kunststoffpartikel mehr. Doch in wasserfester Wimperntusche ist zum Beispiel flüssiger Kunststoff enthalten. Solange nicht sicher ist, wie gefährlich Mikroplastik ist, solltest du darauf achten, die Belastung so gering wie möglich zu halten. Um sicher zu gehen, benutze anstelle von Duschgels lieber Naturseife. Besitzt du bereits Kosmetikartikel mit Mikroplastik, solltest du sie verschlossen im Restmüll entsorgen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.